Die erste Show wurde designt von Nicolas Grube. Das ist der Chef von Explosive Arts. Ich kann jetzt weniger zu dem Musiktitel sagen, weil den hat er sich ausgewählt. Das war mehr in seiner Regie. Wir haben, ne, wenn man sich hier im Hintergrund, ich glaube, das kann man recht gut sehen, das Stativ anschaut, eine Menge Effekte, die nicht so feuerwerkgänglich sind, also nicht in einer normalen Endabschlussshow vorkommen, wie Lycopodium und so weiter und so fort. Das heißt, es wird sehr spektakulär. Wir probieren da ein Bild richtig umzusetzen mit Feuerwerk. Auf der anderen Seite ist die zweite Show, die wir heute Abend sehen, von dem Team Dänemark designt worden, von MHAHD Fireworks, genau. Und trägt den Namen Great Balls of Fire, auch von diesem Song ausgehend, den kennt man mittlerweile, glaube ich, auch recht gut, und wird eine musiksynchrone Show. Die Abschlussshow, die dritte Show, dann unter der Choreografie von mir und dem Nicolas Grube, ist eine Show, die viele italienische Elemente in sich trägt, das heißt viele Zylinderbomben, Stuttatas, Scala 8, Mehrschlagbomben, die insgesamt 758 Zündpunkte innerhalb von 12 Minuten beinhaltet. Letztes Jahr hat es quasi begonnen mit der Idee, einfach ein Netzwerk zu schaffen, wo verschiedene Pyrotechniker zusammentreffen und etwas Großes Gemeinsames schaffen. Hier geht es weniger darum, dass eine einzelne Firma zeigt, was sie kann, sondern ich möchte versuchen, verschiedene Pyrotechniker aus verschiedenen Bereichen, jeder kann etwas anderes sehr, sehr gut, zusammenzubringen, um zusammen ein großes Ganzes zu schaffen. Dementsprechend geben wir auch jedes Jahr einem Pyrotechniker-Team, welches mit uns befreundet ist, die Chance, um eben hier sich auch präsentieren zu können. Und in diesem Jahr sind das die Dänen und im letzten Jahr war das der Markus Merz von Pyrostern. Und jedes weitere Jahr in den nächsten Jahren wird es immer wieder ein fremdes Team geben, die an unserer Seite eben auch ein eigenes Feuerwerk schießen dürfen. Genau. Der Unterschied ist, dass wir letztes Jahr bei der Premiere im Prinzip nur ein musiksynchrones Feuerwerk hatten am Ende. Jetzt dieses Jahr haben wir zwei Musikfeuerwerke und am Ende ein italienisches Abschlussfeuerwerk. Es ist so, dass das erste Feuerwerk von mir eine Eigenkreation ist, wo ich mal versucht habe, eine Art Geschichte zu erzählen. Mit Feuerwerk verbindet man häufig auf einer Hochzeit ein Feuerwerk, was kontinuierlich abläuft und irgendwann ein Ende hat mit einem schönen Finale. Bei diesem Feuerwerk geht es wirklich mehr darum, mit einzelnen Feuerwerkselementen eine Geschichte zu erzählen. Und in diesem Fall ist es so, dass wir von der Götterdämmerung ab diesem Jahr ja ein neues Logo haben, sprich diesen Phönix, der im Prinzip die Farben vom Forsthaus Ahrenshorst und von unserem Logo vereint. Das sieht man in dem Logo. Und ich erzähle in dem ersten Feuerwerk quasi die Entstehungsgeschichte und das Verschwinden des Phönix. Dafür haben wir hier im Hintergrund diese Bridge aufgebaut, die wir nachher noch erhöht hochfahren werden. Und dann wird während des Feuerwerks, also während der Musik, immer passend zur Musik auf dieser Bridge etwas passieren, was eben den Phönix simulieren soll. Also man wird sehen, dass der Phönix erst langsam entsteht, dann am Ende seine volle Pracht entfaltet und am Ende durch eine riesige Explosion verschwindet. Und diese riesige Explosion ist auch etwas Besonderes, weil wir sind jetzt mittlerweile nicht nur Feuerwerker, sondern wir sind auch Special Effect Pyrotechniker, also SFXler. Und wir können jetzt eben auch Spezialeffekte mit einbauen. Wir haben unter der Bridge und über der Bridge insgesamt 12 Kilo Lycopodium, welche gesteppt werden unter einer Sekunde. Das geht alles hoch, um am Ende den Phönix verschwinden zu lassen in einem riesigen Feuerball. Genau, und danach geht es im Prinzip weiter mit einer ganz, ganz, ganz langen Knallkette, die über 250 Meter über das ganze Gelände geht, die am Ende in zwei Bombennestern endet und dann geht alles auf Schlag hoch. Das ist quasi das Finale. Genau, nebenbei haben wir mystische Musik, die das Ganze so ein bisschen im Prinzip begleiten soll. Teilweise synchron, teilweise nur musikbegleitend, aber das ist das erste Feuerwerk. Ich denke, wenn wir uns hier einmal so ein bisschen im Hintergrund orientieren können, haben wir von den 9 Positionen in der Front bereits 6 fertiggestellt. Das heißt, es fehlen noch 3. Ich denke, die gesamte Show wird innerhalb der nächsten Stunde fertiggestellt werden. Das heißt, wir liegen relativ gut im Zeitplan. Also
Also die Planung, die haben schon im Januar begonnen. Das erste Feuerwerk, mit dem war ich im Prinzip Mitte, Ende Februar fertig. Es ist natürlich so, dass wenn man viele spezielle Effekte hat, man auch erstmal gucken muss, wo bekommt man die einzelnen Effekte her und wie kann man das Ganze in Einklang bringen, dass es auch am Ende wirklich gut funktioniert. Und das Ganze ist so, dass wir normalerweise mit Final Fireworks programmieren, sprich man kann die ganze Show vorher visualisieren und man bekommt einen Eindruck davon, wie die Show in echt sein wird. Bei der ersten Show ist es so, dass das alles in meinem Kopf entstanden ist. Das heißt, man muss immer wieder die Musik hören, immer wieder und immer wieder muss man gucken, okay, jetzt kommt der Effekt, jetzt kommt der andere Effekt und man muss sich überlegen, passt das so, passt das nicht. Deswegen ist auch teilweise wieder was rausgeflogen, teilweise ist was anderes wieder reingekommen. So kann man eigentlich sagen, hat die finale Show war eigentlich so, ich sag mal, im März, April war sie erst fertig. Und dann muss man natürlich noch anfangen, die ganzen Produkte auch zu besorgen und vorzubereiten, damit am Ende auch alles funktioniert. Explosive Arts wurde gegründet im Oktober 2015 mit mir und meinem Geschäftspartner Adrian Heinrich. Wir haben uns kennengelernt bei Schulungsfeuerwerken. Bevor man Pyrotechniker wird, muss man einige Helferscheine sammeln. Das heißt, man geht mit professionellen Großfeuerwerkern los und hilft denen bei deren Umsetzung von Großfeuerwerken. Sieht natürlich dort auch vieles Unterschiedliches. Damals war es so, dass die Helferscheine alle bezahlt werden mussten, weil wir keinen Pyrotechniker gefunden haben, der uns ausbilden wollte. Wir hatten relativ früh schon viele Ambitionen, daraus etwas Großes zu machen. Demnach wollte uns kein Pyrotechniker helfen, weil sie halt Angst hatten, dass sie halt Konkurrenz heranzüchten. Ich möchte jetzt den Spieß umdrehen und ich biete allen Pyrotechnik-Begeisterten oder vielen, ja, ich kann auch nicht alle aufnehmen, aber ich biete halt eben vielen pyrotechnischen Begeisterten die Möglichkeit, sich bei uns zu melden. Und wenn die Person geeignet ist, werden wir sie in unser Team aufnehmen und eben mit denen arbeiten. Man sieht es auch heute, wir sind angefangen mit zwei Leuten in der Firma. Mittlerweile sind wir 13 Pyrotechniker und ungefähr 50 Helfer. Und das Ganze entwickelt sich im Prinzip stetig weiter und wir freuen uns auf neue potenzielle Helfer, die eben genau gewollt sind, genauso verrückt wie wir an die Sache ranzugehen und ihre kreativen Ideen mitzubringen und sich eben in das ganze Programm einzubinden. Okay, also das nächste Mal wird man uns bei dem Burning Airfield sehen. Das ist auch eine große Veranstaltung, die mittlerweile auch zum zweiten Mal stattfindet. Und letztes Jahr haben wir angefangen. Es ist grundsätzlich eigentlich ein Vorschießen, welches zeigt, welche Produkte wir an Silvester eben auch verkaufen. Das heißt, den Kunden wird realitätsnah gezeigt, wie das Endprodukt halt aussieht. Das heißt, sie kaufen die Katze nicht im Sack. Das war die Ursprungsidee von Burning Airfield. Mittlerweile ist daraus geworden, dass dieses Jahr 7 verschiedene Hersteller kommen werden. Wir werden die Schnittstelle zwischen Kategorie 2 und Kategorie 4 machen. Das heißt, zwischen normalem Silvesterfeuerwerk und dem Profifeuerwerk. Da werden wir die Schnittstelle machen. Sprich, die normalen Leute werden nicht nur die Produkte sehen, die sie an Silvester kaufen können, sondern sie werden eben auch das sehen, was nur der Pyrotechniker eben, nur den Pyrotechnikern erlaubt ist. Und da wollen wir halt eben so ein bisschen die Schnittstelle machen. Es wird eine kleine Messe geben mit verschiedenen Ständen, wo die Hersteller sich präsentieren. Dort kann man sich Informationen holen. Und darüber hinaus stellen halt alle einzelnen Hersteller ihre eigenen Produkte vor. Und ganz am Ende sorgen wir für eine 9-minütige musiksynchrone Abschlussshow, die es definitiv in sich trägt. Also da werden wir zeigen, was wir können. Wir versuchen auch damit auf uns aufmerksam zu machen, dass wir halt eben ganz, ganz große Feuerwerke realisieren können. Und das ist das, was bei Burning Airfield einen erwartet.